Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Also, erstmal nochmal möchte ich Ihnen im Namen des Dialogzentrums Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück natürlich nochmal ein schönes und gutes, erfolgreiches, aber vor allen Dingen glückliches neues Jahr wünschen. Das wir dann hoffentlich hier gemeinsam verbringen. Also, ich mache jetzt keinen großen Blick zurück, heute wieder auf ein Wort. Sie wissen, immer am Anfang kurz einen Blick zurück auf den letzten Monat. Dann, was ist gerade aktuell angesagt und was erwartet Sie in diesem Monat auf dem Blog und den Social-Media-Kanälen des Dialogzentrums. Den Blick zurück machen wir nicht, weil wir haben ja Ende Dezember ein Video, einen Rückblick gemacht auf das Jahr Dialogzentrum. Darum können wir uns das hier schenken. Wir werden das nochmal verlinken hier unter dem Video. Dann können Sie sich den nochmal anschauen. Also fangen wir an damit, was jetzt im Moment ansteht. Im Moment steht gerade an, wir arbeiten mit Hochdruck an unserer Tagung. Ja, die erste Dialogkonferenz hier an der Hochschule Osnabrück findet statt am 26. Mai diesen Jahres. Circa 100 Leute können teilnehmen und wir hoffen, dass wir spätestens Ende des Monats mit dem Programm rausrücken können und dass Sie sich dann anmelden können, nach Möglichkeit auch online. Auch daran arbeiten wir gerade. Also, Thema dieser Dialogkonferenz, der ersten des DZLA, ist das Team, das gerontopsychiatrische Team selbst. Dann arbeiten wir auch gerade daran, wir werden hier im Laufe des Jahres auch Fortbildungen möglich lassen. Also hier wird es Fort- und Weiterbildung geben, hier im Dialogzentrum Leben im Alter. Und wir haben jetzt schon 5 Seminare, die wir anbieten werden, Ganztagesseminare für den Bereich der Versorgung in der Gerontopsychiatrie oder der gerontopsychiatrischen Versorgung. Auch da Näheres, sobald das Ganze wirklich online geht und spruchreif ist. Also Sie können sich schon einmal freuen, der Kollege Müller-Hergel, der Kollege Hinsel und meine Wenigkeit, wir werden hier ein paar wenige ausgesuchte Seminare anbieten. Woran wir noch arbeiten, ist die Möglichkeit, ich hatte es schon mal früher angedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, uns zu unterstützen durch Spenden. Denn wir sind eine gemeinnützige Organisation hier an der Hochschule und all diese Dinge, die wir hier online machen, sind ja kostenfrei für die Nutzer. Das heißt, wir, die beiden Kollegen und ich, wir kosten natürlich etwas, aber für Sie, die Sie das alles benutzen, ist es kostenfrei und soll es auch kostenfrei bleiben. Derzeit werden wir ja komplett finanziert vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Was passiert im laufenden Monat? Was passiert im Januar? Wie immer am ersten Donnerstag im Monat Post aus dem DNQP und dort wird es ein Video geben zum Fortbildungsprogramm des DNQP im Bereich der Expertenstandards und auch andere Auditinstrumente. Der Kollege Müller-Hergel wird wieder ein kritisches Glossar machen. Diesmal geht es um das Thema der Rastlosigkeit, der Restlessness. Und was heißt dieser Begriff? Was für Schwierigkeiten hat es, diesen Begriff zu benutzen? Dann wird es wieder eine Fallvorstellung geben. Das heißt, Sie können wieder mitdiskutieren in dieser Fallvorstellung. Und es wird wir haben es mal genannt, auf die Schnelle. Also ein paar kurze Gedanken, wenn uns etwas auffällt, zum Thema herausforderndes Verhalten in Form eines Videos geben. Auch das. Als letzte Neuerung, und zwar jeweils am letzten Donnerstag eines Monats, wird es wieder den Podcast des Dialogzentrums geben. Es hat bisher eine Ausgabe gegeben, der Wissenstransfer mit AI, der Podcast, diese eine Ausgabe hat es gegeben. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir weiten das Ganze aus. Also wir weiten es vor allen Dingen thematisch aus. Bisher war es ja so gedacht, dass der Podcast sollte eigentlich den Wissenstransfer selbst in den Fokus nehmen. Wir haben uns jetzt überlegt, es gibt so viele Leute, die keine Zeit haben oder von ihren Arbeitszeiten nicht in der Lage sind, auf unseren Blog zu gehen oder YouTube zu sehen. Wir werden einfach immer am Ende eines Monats die Beiträge, die sich als Audiodateien eignen dafür, auf dem Podcast posten. Wir werden also immer am Ende eines Monats, können Sie sozusagen das DZLA für unterwegs, also der Podcast Wissenstransfer für unterwegs, und das wird noch zudem gespickt mit Neuigkeiten und anderen Ideen von uns. Also jetzt jeweils der letzte Donnerstag im Monat erscheint der Podcast Wissenstransfer mit AI. Sie können sich jetzt schon auf unserem Blog, und wir legen den Link nochmal unter dieses Video, auf unserem Blog auch das Abonnieren, diesen Podcast. Das ist nochmal ganz wichtig.
Daran sitzen wir gerade, daran arbeiten wir gerade. Und der erste ausgeweitete Podcast, also quasi die Episode 2 des Podcasts, Ende diesen Monats. So, das war das Wichtigste. Sie finden all diese Dinge, wann welches Video und welche Veranstaltung ist, natürlich auch auf unserem zentralen Blog im Eventkalender. Abonnementmöglichkeiten habe ich Ihnen gesagt. Sie können sich für unseren Newsletter, unseren Forschungsnewsletter anmelden oder auch für den Newsletter, der so heißt, Moment, wie habe ich den denn noch genannt? Neues aus dem DZLA, das können Sie bei der Anmeldung für den Forschungsnewsletter mit ankreuzen. Dann bekommen Sie einfach nur eine kurze Mail, wenn es einen neuen Beitrag auf dem Blog des DZLAs gibt. Ich möchte Sie nochmals hinweisen, dass wir Platz haben für einen Gastbeitrag, also Ihr Platz. Auch dazu wird es nochmal gesondert ein Video geben, das ich schon einmal angekündigt habe. Schreiben Sie uns, schicken Sie uns Themen, von denen Sie im Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung, wovon Sie überzeugt sind, dass wir uns dieser Themen annehmen sollen. Das wäre uns wichtig und wir werden dann schauen, inwieweit wir diese Themen bearbeiten können. Schicken Sie uns Anregungen, schicken Sie uns Kritik, sagen Sie uns, was Sie von unseren Beiträgen halten, von der Art und Weise, wie wir es machen, was Ihnen fehlt, was Sie sich wünschen. Und ja, zum Schluss noch mal, wenn Sie also mögen und Sie wissen gar nicht, wohin mit Ihrem vielen Geld und Sie wollen eine Organisation unterstützen wie das DZLA, dass wir weiter vollkommen unabhängig von irgendwelchen politischen oder anderen inhaltlichen Anforderungen, wir absolut unabhängig unsere Arbeit hier machen können, dann können Sie uns unterstützen, auch finanziell unterstützen. Derzeit können Sie das noch nicht online auf dem Blog, wenn Sie so etwas machen wollen, rufen Sie einfach an, melden Sie sich bei uns. In Zukunft wird es auch online gehen, aber wenn es Ihnen jetzt schon so drängt, dass Sie uns unterstützen wollen, melden Sie sich einfach und rufen Sie mich an. Das war mal wieder in Kürze auf ein Wort für den Januar 2020. Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf unsere Tagung, wir freuen uns auf all das, was kommen wird. Bis bald. Tschüss. Auf ein Wort.